Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS17 Playtest. Hier das Original. Schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Folge haben wir den neuen Mähdrescher gekauft. Und ja, Folgendes läuft hier gerade. Der Kollege ist hier noch am Sehen und ich habe mir überlegt, wir brauchen jetzt irgendwas am Hof, was wir währenddessen machen können. Und da habe ich mir überlegt, was wäre da besser geeignet als Tiere? Ich würde gerne mit euch die neuen Kühe testen. Auch das klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber wir schauen mal, was es da so gibt. So, lalala, diverses war, glaube ich, 4 Anhänger, ne? Nö. Nö, nö. Wo war denn Tiere? Hier? Ah ja, genau. So, dann haben wir den großen Joskin, den kleinen Joskin. Den großen können wir uns eigentlich schon leisten. Da brauchen wir nur eine Dings drunter. Wie heißt denn das? Eine Dolly. Dann hätten wir aber alle Tierprobleme gelöst. Und ich glaube, die haben wir noch nie im Let's Play in groß gesehen. Ja, aber das Problem ist, wir wollen ja auf die Zuckerrübe-Erntmaschinen hin und das hier soll jetzt nur so eine kleine Kleinigkeit für zwischendurch sein. Das heißt, da werden wir jetzt nicht allzu viele Zeit darauf aufwenden, das irgendwie auszubauen. Hups. Aber zumindest mal gucken, dass wir die Tiere so ein bisschen am Leben halten, wollte ich gerade schon sagen. Ein bisschen Wasserfass fahren, ein bisschen füttern. Das kriegen wir ja Zug um Zug. Können wir das ja immer so ein bisschen mitmachen. Das ist ja kein Problem. Wo bin ich denn jetzt hingefahren? So, ja. Denn es gibt ja diese neuen Kühe hier und die würde ich gerne mal zeigen oder will mal gerne gucken, wo holen wir die, was machen wir damit und wenn ja, wie viele. Was natürlich nicht gut geht, wenn wir sie nicht haben, ne? Das ist ein bisschen selbsterklärend. Und wie gesagt, wir brauchen immer was wir in der Zeit zwischendurch machen, solange wir noch nicht so viele Felder haben, dass wir hier von einer Maschine zur nächsten springen. Auf dem Weg hier Großbauer zu werden. Das fällt nämlich auch nicht vom Himmel. So, das Ganze noch mit Lenkrad, mit ohne Lenkrad gespielt. Mir fällt gerade ein, dass jemand mich bat, dann auch mal den Playseat zum Lenkrad mit zu verlinken. Könnte ich eigentlich auch mal machen. So, komm her. Und dann schauen wir mal, wo gibt es denn hier Tiere? Da waren wir auch schon, ne? Ich habe das nur schon wieder vergessen. Schweinestall, Schafstall. Viehhändler. Viehhändler, das ist da hinten bei unserem Silo. Okay. Dann fahren wir da mal hin und gucken. Huch. Das Problem ist, ich wollte das ja jetzt so zwischendurch so ein bisschen mal eben machen, aber das Ding ist ja, die Tiere sind ja auch nicht billig, ne? Fällt mir gerade ein. Und dann sollten wir vielleicht überlegen, ob wir den Rest, ja, wir haben ja noch ein bisschen Geld im Zug, ob wir da vielleicht dann umdisponieren, das woanders verkaufen. Mal schauen. So, was steht denn da alles? Talhal, Talhalbo, Configuration Telh, LH. Ist das die Ankündigung, dass im LS19 dann GPS verfügbar sein wird? Das wäre ja was. So, obwohl, wir hatten, glaube ich, den großen Fernhänger hatten wir auch schon mal in einem Let's Play. La 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 la. Das könnte man auch mit Cosplay machen, aber ich denke mir mal, solange wir die Map noch nicht innen auswendig kennen, guck mal, wie das von Weitem aussieht. Wo der Zug sich da so, oder die Eisenbahn, die Strecke so durchs Gelände gefräst hat. Und mittlerweile sieht die Eisenbahnstrecke auch mehr in der Landschaft aus, als in den ersten Maps, die sie gebaut haben. Da war das irgendwie so, wir legen mit einem
Hobby-Baukasten meinen Maschinen in die Welt. Da, so sah das für mich da aus. Okay. Eine Mu, eine Mäh, eine... So, runter. Schawupp. Und wir hätten gerne Kuh. Sechs Stück. Möchten Sie sechs Tiere Kuh kaufen? Da sind sie. Oh, eine ist grau. Ist das so wie beim schwarzen... Moment. Au, 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 au. Habt ihr das Schrappen gehört? So, wir haben Sonne. Den ist zu warm unter der Plane. Da gehen die ja ein. Wir lassen die mal auf. So, dann auf zum Kuhstall. Der ist ja bei uns am Hof, ne? Kuhstall ist ja immer beim Hof. Was brauchen wir dann? Dann müssen wir irgendwann mal Richtung Silo gehen. Aber ich würde sagen, erstmal brauchen die nur Wasser. Die können ja draußen rumlaufen. Und draußen gibt es ja reichlich Gras, was sie fressen können. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Da sind wir also flexibel. Natürlich ist dann die Milchproduktion nicht gut. Weil sind das eigentlich Milchkühe oder sind das Fleischkühe? Das weiß ich gerade gar nicht. Verkaufen wir von denen Milch? Finden wir raus. Halt! Wir können auch die Abkürzung hier nehmen. Der Hof ist ja da hinten, oder? War der hier? Hat der Helfer wieder was stehen lassen. Wenn der heute Abend nach Hause kommt, den ziehe ich aber die Ohren lang. Die sind auf Tauchstation. Die Jungs. Nee, Jungs sind's nicht. Zumindest möchte ich dann keine Milch von denen trinken. Das Bild habt ihr jetzt im Kopf, nicht ich. So, da ist das Kuh-Symbol, da fahren wir mal hin. Das ist der Trog. Ah, natürlich, hier werden die abgeladen. Und wie toll wäre das, wenn das Spiel schon so weit wäre, engine-technisch und detailtechnisch, wenn die jetzt auch da runterlaufen würden und so. So wie man es in Cattle and Crops halt sehen kann. Aber ja, dafür haben wir das ja. Sechs Kühe sind bei uns eingezogen. Wir sind nicht mehr alleine am Hof. Ich wettere Betrug. Die haben die einfach umlackiert, die Kühe. Die haben die umlackiert. Guck mal, die sind jetzt braun. Hat es einmal geregnet und schon ist die Farbe abgegangen. Das ist echt hier. Hier wirst du einfach betuppt. Das ist hier in Südamerika, ne? Ja, wo sowieso hier die ganzen Drogenbarone sitzen. Kein Wunder. Die tun dich sozusagen beim Bock. So, den Fernhänger fahren wir mal hier hin, wo er hingehört. Und als nächstes würde ich sagen, holen wir mal kurz ein Wasserfass, ein kleines. Bei so wenigen Tieren reicht ja ein kleines Fass aus. Wobei ich das wahrscheinlich sowieso wieder falsch machen werde. Die werde es. Ja, hiermit lässt sich nämlich nur Sprit transportieren. Da hätten wir es nämlich wieder genau falsch gemacht. Und das ist das kleine Wasserfass. Ich habe ja auch nochmal Mods drin, die das alles... ich wollte einfach den Kuhn zurückhaben. Es tut mir leid, liebe Firma Silo King, dass ihr da ordentlich für die Werbung im LS bezahlt habt, aber ich möchte nicht mal. Es tut mir leid. So. Und dann haben die zumindest was zu trinken, was zu fressen haben sie auch. Ich bin schon wieder falsch gefahren, ne? Menno. Übrigens hat sich die Zuckerrohr-Füllstandsanzeige immer noch nicht aktualisiert. Mal gucken, ob sich jetzt die Tiere aktualisiert haben. Ich glaube, sobald das passiert ist, dass wir das hier sehen alles, in dem Moment aktualisieren sie auch die Silo-Anzeigen. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Es ist immer zur vollen Stunde oder so. Keine Ahnung. Hier vorne könnten wir auch ein bisschen Gras mähen. Das gehört ja keinem, nehme ich an. Und die Gemeinde ist ja auch froh, ne? Stell dir mal vor, die Gemeinde oder die Stadt, die muss halt immer hier mit ihren
unmotivierten Mitarbeitern rausrücken und hier diese ganzen Brennnesseln und Disteln wegmachen. Da sind die doch froh, wenn der Bauer da mal eben mit dem Mähwerk drüber fährt und das an seine Kühe verfüttert. Also ich würde mich da freuen als Stadt. Da bin ich ganz ehrlich. So, Wasserquelle müssen wir am Hof haben, ansonsten platzieren wir eine. Und dann haben wir die Kühe zugange. Dann sollte auch gleich schon mal der mit dem Sehen fertig sein. Ich weiß gar nicht, muss man dann Zuckerrohr, muss man das dann nochmal düngen? Das sollten wir gleich nochmal nachgucken. Das machen wir dann gegen Ende der Folge, damit ihr auch schön dranbleibt. So. Ja, und kaum habe ich hier ein paar Meter mitgefahren, ist ja alles voller Dreck. Man sollte ja meinen, dass ich mit den Sachen ein bisschen vernünftig... Guck mal, sogar ein kleiner Beifahrersitz für Kinder ist das, oder was? Man sollte ja meinen, sobald ich so neue Maschinen mir kaufe und so, dass ich da ein bisschen pfleglich mit umgehe, aber nein. Der Garderobe macht das alles dreckig. Da bin ich mal gespannt. Ja gut, da vorne ist ein riesen Wasserturm, aber ob der für uns gilt? Wenn die Wassersymbole hier auf der Map ange... Huch. Ich lerne das nicht mehr. Map angezeigt. Nee, dem war nicht so, ne? Frage ist nur, ob wir dann hier was abzapfen können. Also Wasserturm haben wir hier, aber abzapfen können wir da nichts. Doch. Cool, mitgedacht. Also meine ich das nur oder lässt der ziemlich viel Effizienz vermissen hier? Guck mal, wie der fährt. Das machen wir demnächst mit Cosplay, das ist ein bisschen effizienter. So, der ist voll. Hat mich doch neulich jemand in den Kommentaren gefragt, wie man Gülle produziert. Da habe ich mich gefragt, ob der nicht ab und zu mal wohin muss und was wegbringt. Ah, guck da, die erste Kuh, die wartet schon, weil sie kein Wasser hat. Guck mal, wie sie guckt. Schlackert mit den Ohren, weil die Fliegen kommen. So, pass auf, hier. Wenn die jetzt anfängt zu saufen, ne, dann breche ich weg. Ist das der richtige Trog? Ich kommentiere das jetzt immer einfach nicht. Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen. Komme mir aber ein bisschen ignoriert vor, sag ich mal. Was wir machen könnten, ist mal gucken. Wir müssen ja dann gleich ein Zuckerrohr neu ansehen. Ah, genau, wir wollten noch gucken, bevor ich das vergesse. Wir müssen ja den Zuckerrohr Dingenskirchen. So. Da sehen wir es nämlich. Das Zuckerrohr ist noch im Feld. Was sagt er zum Düngen? Gedüngt. Das sieht mir so aus, als wenn das Spiel uns damit sagen will, dass wir da noch düngen sollen. Ich glaube, wir haben nichts zum Düngen. Das heißt, das könnten wir mal eben holen. Kein Düngerstreuer. Okay. Aber Düngersäcke haben wir hier, ne? Haben wir wirklich keinen Düngerstreuer? Das haben sie noch nie gemacht, ne? Dass man von Anfang an einen Düngerstreuer hat. Ist auch interessant. Warum nicht? Warum? Warum nicht? So, wo waren wir denn? Güllefässer, nein. Spritzen oder Düngerstreuer? Da haben wir auch von Kuhn ja jetzt die Sachen drin. Und ein starrer Imperator. Mmh, 1300 Liter, 21 Meter. Mit Zusatztank. Die beiden würden dann zusammengehören. Der Zusatztank ist nur 1500. Das wird sich richtig lohnen. Den haben wir auch noch nie getestet. Dann haben wir die Amazone mit 15 Metern, 1200 und Zusatztank 1000.
passt ganz gut zu den, aber optisch sticht sich das mit den Stara-Maschinen. Dann haben wir hier den alten massiven Ferguson Mod Düngerstreuer und dann haben wir hier von Bredal, den haben wir auch noch nicht getestet, 24 Meter, 20.000 Liter und ich glaube 4.000 Liter, 24, ich glaube der wird es. Dann nehmen wir wirklich einen Düngerstreuer. Ja, den Querneland, da wären wir ja nicht glücklich mit. Kuhn 2432. Ja. Den haben wir, glaube ich, noch nicht im Let's Play gehabt. Beziehungsweise auch nicht im Playtest. So, ich glaube, meine Platte läuft voll, deswegen ruckelt das auch schon wieder. Das heißt, ich muss mal ein bisschen an den Videos rumfummeln. Und in der Zeit ist der vielleicht auch fertig da hinten mit dem Ansehen. Dann würde ich sagen, dieses Mal Dünger streuen machen wir zwischendurch und wir sehen uns wieder, wenn... Jetzt bin ich schon wieder falsch gefahren. So ein bisschen wie mit der Raps-Mais-Schwäche. Und ja, wer auch immer die... im letzten Video drauf zu... drauf hingewiesen, Games Planet unter den Kommentaren werde ich... zwei Keys raushauen. Einfach mal, um ein bisschen die Leute auch zu belohnen, die immer dabei sind. GamesPlanet, vielen Dank dafür die Unterstützung. Und wenn ihr Spiele günstig kaufen wollt, kann ich es, wie gesagt, immer nur wärmstens empfehlen. Genauso wie die Server von G-Portal. Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr auf den gleichen Servern spielen wollt, wo wir unsere Mega-Farmen haben, unsere abgesicherten Bauernhöfe, wo niemand sonst drauf spielen kann, außer denen, die was wollen, wo also niemand irgendwie Maschinen wegfährt, wo ständig ein Team auch dahinter ist, das sich darum kümmert, dass ihr gesittet spielen wollt. Danke an G-Portal. Auch da ist der Link in der Videobeschreibung. Zum einen, wenn ihr mitspielen wollt und zum anderen, wenn ihr eigene Server haben wollt. Wir sind mit G-Portal sehr, sehr zufrieden und hoffen, dass ihr das auch seid. Habe bis jetzt aber eigentlich nur Positives dazu gehört. So, wie war das mit dem Dünger? Haben wir den am Hof? Haben wir Insekten, ne? Meine ich zumindest. Ja, habe ich noch was vergessen? Ja, ein Abo könnt ihr mir da lassen, da würde ich mich sehr freuen, denn damit unterstützt ihr den Kanal. Sagt auch euren Freunden, dass der Garderol wieder LS spielt. Ja, LS ist wieder zu Hause, da wo es hingehört. War eine längere Pause aus persönlichen Gründen, wo ich wenig Videos aufgenommen habe über den Sommer und dann noch LS aufnehmen, was alle schon kennen. Aber ja, Herbst, Winter ist jetzt wieder Videosaison hier angesagt und da freue ich mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, wie in guten alten Zeiten seit dem LS13. In gewohnter Qualität, bis auf das Zuppeln. Ich glaube, Giants kann auch irgendwas dran machen, dass das funktioniert, aber da haben andere Let's Player schon sehr oft vorgesprochen. Wenn ich vorspreche bei Giants, bin ich mir nicht sicher, ob das... Also wenn 10 Let's Player mit denen sprechen und schon gesagt haben, dann brauche ich noch einen Elfter das machen, will ich damit sagen. So. Mal gucken, wo waren denn unsere Düngepakete? Waren die hier drin? Da müssen wir mal gucken, wie wir den Dünger dann demnächst hier hinkriegen. Ich will jetzt nicht jedes Mal diese Pakete nachfüllen. Ich gehe Dünger streuen. Ihr seid hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Empfehlt die Videos weiter, überall da, wo über den LS diskutiert wird. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Und auch diese Infos sind für dich sicherlich sehr, sehr interessant. Schau mal genau hin. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.